Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir, was der Monat Oktober für euch so bereithält, im Allgemeinen und Speziellen. Es ist eine allgemeine Legung, wenn es nicht resoniert, war es diesmal nicht eure Energie, dann einfach beim nächsten Mal wieder mit reinschauen. Wenn es mit euch allerdings resoniert, dann macht es absolut Sinn, wenn ihr euch am Ende der Legung euren Aszendenten für Beziehungsthemen auch noch Mond-Venus mit anschaut. Erst dann habt ihr wirklich alle Informationen, erst dann wird ein komplettes Bild daraus, dementsprechend die Playlist für Oktober wird am Ende oben rechts eingeblendet. Klickt da drauf, sucht euch Aszendent Mond Venus raus und schaut euch das auch noch an. Dann noch ein kleiner Hinweis für die, die Interesse an persönlichen Legungen haben. Termine für Oktober sind freigeschaltet. Schaut da gerne in der Videobeschreibung vorbei. Klickt auf den Link. Das führt euch dann, oder der Link führt euch dann zum Portal, wo ihr persönliche Legungen bei mir buchen könnt. So, das gesagt, sage ich nur noch, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Krebse für den Monat Oktober und fragen nach der Hauptenergie, die die Krebse im Oktober begleitet. Die hat mich angesprungen, die soll es werden. 9 der Münzen. Sehr schön. 4 der Stäbe, Ritter der Kelche auf dem Kopf, der Herrscher. Mhm. Okay. So. Sehen wir alles? Wir sehen fast alles. So. 9 der Münzen als eure Hauptenergie, das ist sehr, sehr schön. Das ist nämlich Wachstum, das ist Erfüllung, das ist Gesundheit. Vielleicht habt ihr auch einfach Lust, eine neue Küche auszuprobieren, euch besser zu ernähren. Fühlt euch verbundener mit allem, was ja, sprießt, wächst, blüht, aber eben auch vergeht. Ja? Naturverbunden, das ist Wachstum, das kann finanzieller Wachstum sein, Zuwachs, das kann aber auch persönliches Wachstum sein, also das heißt, dass ihr Geld in die Hand nehmt, um in euch zu investieren, was sich sehr, sehr schnell wieder ja, bezahlt macht, sage ich jetzt mal. Da geht es wirklich um ja, Wachstum und Fruchtbarkeit, Leben, also das Leben in vollen Zügen genießen und eins sein eigentlich, im Fluss sein. Sehr schön. So, lasst mich schauen, aus welcher Situation kommt ihr? Einige von euch haben einen Job gemacht, den sie sehr, sehr gerne gemacht haben. Es kann sein, dass dann ein Kollege gegangen ist, dass irgendwie ein Personalwechsel stattgefunden hat und ihr dann auf einmal einen Miesepeter vor der Nase hattet und mal mindestens Gedanken, Pläne, soll ich vielleicht auch die Firma verlassen, in euch drin aufgekeimt sind. Mal mindestens der Gedanke, okay, ich muss mir hier mal eine Auszeit nehmen. Für andere von euch hat es im privaten Bereich zugeschlagen, sage ich mal. Also das kann sein, dass ihr geghostet worden seid. Es kann aber auch sein, dass hier plötzlich jemand eine Maske hat fallen lassen und entweder euch mit dieser Maske hat fallen lassen oder aber ihr seid gegangen. So, wie geht es jetzt im Oktober für euch weiter? Wir gucken uns das an und klären dazu die Karten für Oktober. Geistige Welt, warum der König der Schwerter? 10 der Schwerter, warum die 5 der Kelche? Der Stern. Warum das Rad des Schicksals? Das ist zu viel. Warum das Rad des Schicksals? 2 der Kelche, okay. So, es geht hier wirklich im Oktober um eine sehr, sehr klare Entscheidungsfindung, eine Entscheidung, die euch zurück ins Leben bringt. Es kann sein, dass ihr wirklich diese Firma hinter euch lasst,
Und damit ein bisschen zu kämpfen habt, tatsächlich, weil ihr damit halt eben auch alte Kollegen, die ihr gern hattet, hinter euch lassen musstet. Ja, da ging nur ganz oder gar nicht. Aber mit den Zehn der Schwertern hier und die Tendenz, dass da wenig Liebe, wenig Wertschätzung, wenig Harmonie nach und nach geherrscht hat, liegt ja hier schon in der Vergangenheit. Ne? Es kann auch sein, dass einige von euch hier gesagt haben, okay, ich habe jetzt die Chance gehabt hier auf einen tollen Posten, auf eine tolle Position und es ging einfach nicht mehr. Und das wird euch im Oktober klar. Das sprecht ihr auch an und aus. Es kann sein, dass ihr hier wirklich euch ausrichtet. Das kann für einige von euch sein, dass ihr wirklich euch eine Auszeit nehmen müsst, um zu Kräften zu kommen. Dann schmiedet ihr aber neue Pläne. Ihr werdet euch auch, einige von euch haben hier so ein bisschen mit Selbstvorwürfen zu tun, das werdet ihr euch nach und nach verzeihen können. Es dauert ein bisschen tatsächlich, bis ihr das Kapitel komplett losgelassen habt. Aber sobald ihr ausgesprochen habt, dass es so nicht weitergeht, öffnen sich tatsächlich ganz, ganz, ganz neue Türen. Und diese Türen sind wahnsinnig erfüllend. Und ihr werdet auch merken, dass das jetzt notwendig war. Es kann auch sein, dass ihr hier gerade die Selbstständigen unter euch mal richtig was umdreht, sage ich jetzt mal, also euer ganzes Konzept auf den Kopf stellt, neue Menschen einstellt, vielleicht aus alten Firmen, wo ihr mal gearbeitet habt, als Angestellter Menschen anwerbt, die euch einfach gut tun. Da kommt Freude, da kommt wieder Zuversicht, da kommt wieder das Vertrauen, dass es für euch weitergeht. Das ist ein harter Umbruch hier, ne? Ich kann nicht, mag, ich will nicht mehr aussprechen, vertraglich entweder was verändern oder auflösen, ab in die Freude und in eine glückliche, erfüllte Zukunft, zumindest in die Planung. Und diese Planung wird euch, ja, ich sag mal, so leicht fallen, ja, das geht euch so von der Hand, das fließt richtig aus euch raus. Und das ist eine Mischung zwischen Altem und Neuem. Es kann für einige von euch hier auch sein, dass sie dann schlussendlich jemand Neues kennenlernen. Dazu muss aber etwas Altes vergehen und nicht irgendwie, ja, sondern wirklich zack. Absoluter Abschluss. Also wirklich mit Blockieren, Nummer löschen und Post mit unbekannt verzogen zurückschicken. Also das ist ein absolutes Ausmaß, was ihr da umsetzen müsst. Ihr werdet merken, wie befreit ihr seid und ihr werdet jemand Neues kennenlernen. Ihr steigt nämlich energetisch durch diese harte Kante, diesen harten Schnitt, den ihr macht, steigt ihr energetisch auf. Ja, das heißt, ihr werdet Menschen kennenlernen, die ja energetisch auf einem Level sind, wo ihr vielleicht noch gar nicht wart. Neue Seelenverbindungen können geschlossen werden, neue Freundschaften, neue Liebesbeziehungen, neue berufliche Partnerschaften, die wirklich im Fluss sind. Wie schön ist das denn? Wir gucken, liebe Krebse, was kommt da noch an Überraschung auf euch zu? Was seht ihr nicht kommen? Wenn es bis hierhin mit euch resoniert hat, lasst es mich wissen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal gerne auch abonniert und kommentiert und gleich Aszendenten und Venus anschauen. Nicht vergessen, Playlist wird oben rechts eingeblendet. Der Stern, wir haben ihn jetzt hier zweimal liegen. Also es geht hier wirklich in eine Zukunft, die geprägt ist von Wachstum, von neuer Energie, neuer Lebendigkeit auch. Ja, das ist Ausdruck purer Lebendigkeit und das ist hier wirklich ja, Tod und Verderben, die Lähmung, der Schmerz, noch nicht mal mehr der Schmerz, die Taubheit, das Ende. Absolut konträre Energien, das heißt, ihr macht hier einen Riesensprung. Und es geht hier in die neue erfüllte Zukunft, in möglicherweise neue Berufe, neue Selbstständigkeitskonzepte, neue Freundschaften und auch neue Herzmenschen. Ja, es kann sein, dass ihr euch hier verliebt, weil ihr etwas Altes hinter euch lasst. Da wird eine absolute Kurskorrektur vorgenommen, die euch an Orte bringt, in euch drin, um euch herum. Ist wie, als würde ich euch jetzt sagen, ihr habt den Lotto-Jackpot geknackt. Also das ist wirklich, es geht nach vorne. Das ist ganz, ganz, ganz toll hier.
Die pure Lebendigkeit, meine Lieben. Gut, ich wünsche euch einen wundervollen Oktober. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.